Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen, meine Herren, ich darf Sie alle herzlich begrüßen zu unserer 102. Sitzung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur, der öffentlichen Anhörung zu dem Antrag der Fraktion Die Linke, Gleichstellung von Cannabis- und alkoholkonsumierenden Führerscheininhaberinnen und Führerscheininhabern. Und vielleicht noch ein Hinweis für die, die uns draußen zuhören. Es geht heute nicht um die grundsätzliche Legalisierung von Balkonpflanzen, das ist heute nicht unser Thema, sondern es geht um das Thema Fahrtüchtigkeit, ein spannendes Thema, wie man auch in den Diskussionen im Netz schon sehen konnte, beschäftigt es einige da draußen. Für die Fraktion Die Linke, Kollege Movasat, bitte, Sie haben das Wort. Ja, danke schön und auch herzlichen Dank an die Sachverständigen für ihre eingereichten Stellungnahmen. Vielleicht kurz über ein paar wenige Sätze zu dem Antrag. Wir haben ja diesen Antrag eingereicht, weil die derzeitige Rechtslage und vor allem die Praxis für Cannabis-konsumierende Führerscheininhaber im Vergleich zu alkoholkonsumierenden Führerscheininhabern übertrieben hart ist. Es ist ja so, dass man nur, wenn man Cannabis besitzt, nicht wenn man berauscht gefahren ist. Ich will das auch an dieser Stelle ganz klar betonen. Niemand möchte berauscht fahrende Autofahrerinnen und Autofahrer. Ist völlig klar, wer berauscht fährt, der soll auch seinen Führerschein verlieren. Aber bei Cannabis ist es so, dass auch wenn man nicht berauscht fährt, kann ein psychologisches Gutachten angefordert werden und man kann den Führerschein verlieren. Und das geht tatsächlich auch wirklich so weit, dass Cannabisbesitz völlig unabhängig davon, ob man dabei am Straßenverkehr teilgenommen hat. Also man geht sozusagen, sitzt in seiner Wohnung, es gibt eine polizeiliche Durchsuchung, Cannabis wird festgestellt, dann kann das im Ergebnis am Ende zum Führerscheinverlust führen. Das andere Problem ist, dass auch bei Menschen, die Cannabis konsumiert haben, Tage später noch Restbestände von THC-Blut nachgewiesen werden können und dann der Führerschein entzogen werden kann, ohne dass die Leute in irgendeiner Form noch berauscht sind Tage später. Wir wollen diese Ungerechtigkeit mit unserem Antrag beenden. Wir wollen, dass Menschen, die zwischen Konsum und Teilnahme am Straßenverkehr trennen, dass diese Menschen nicht bestraft werden. Und dann komme ich auch zu zwei Fragen an Herrn Wurth. Zunächst mal die erste Frage. Worin besteht im Kern die Ungleichbehandlung von Cannabis- und alkoholkonsumierenden Führerscheininhabern? Und zweitens, wenn man die Stellungnahme einiger Sachverständiger liest, dann kann man den Eindruck bekommen, dass nur mit Bedacht ein psychologisches Gutachten angefordert wird, auf deren Grundlage dann es zum Fahrerlaubnisentzug kommt. Die rechtskonforme Anwendung des § 14 Fahrerlaubnisverordnung durch die Fahrerlaubnisbehörden, so Zitat Herr Brenner-Hartmann auf Seite 6 seiner Stellungnahme, führt bereits auf Basis der geltenderen Rechtslage nicht dazu, dass ein oder mehrmaliger BTM-Verstoß im Zusammenhang mit Cannabis ohne weiteres die Anordnung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens auslöse. Herr Wurth, können Sie aus Sicht der Betroffenen schildern, wie es in der Praxis tatsächlich ausschaut? Vielen Dank. In der ersten Runde, last but not least, Frau Dr. Kappert-Gonter, bitte. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich möchte für Bündnis 90 die Grünen auch vorweg schicken, wer berauscht ist, fährt nicht und wer fährt, nimmt keine Rauschdrogen. Das sollte sozusagen die Grundlage sein. Und dass es hier eine eklatante Ungleichbehandlung zwischen Alkoholkonsumierenden und Cannabisbesitzenden gibt, ist eben die aktuelle Situation. Und die muss man aufheben. So geht das aus unserer Sicht nicht weiter. Ich habe zwei konkrete Fragen, und zwar sowohl an den Schildauer Kreis als auch an Georg Wurth vom Hanfverband. Nämlich nach unter welchen besonderen Schwierigkeiten leben zurzeit Menschen, die Cannabis als Medizin, Cannabis auf Rezept bekommen in Bezug auf ihre Fahrerlaubnis? Und zum Zweiten, wenn ein neuer THC-Grenzwert bestimmt werden soll, welche Expertinnen und Experten sollten für eine solche Bestimmung zwingend angehört werden und deren Meinung einbezogen werden? Vielen Dank. Herr Wurth, Sie sind dran, Sie haben die meisten Fragen. Bitte. Die erste Frage war, wie konkret die vermutete Ungleichbehandlung von Cannabis- und Alkoholkonsumenten im Straßenverkehr
vonstatten geht. Ich kann bestätigen, dass es so ist. Ich habe auch das quasi als den größten Teil meiner Stellungnahme im Prinzip hergenommen und herausgearbeitet, wo überall diese Ungleichbehandlung stattfindet. Weil es gibt nicht den einen Kern der Ungleichbehandlung, den einen Punkt. Letztendlich geht alles auf diese unterschiedliche Sichtweise von legal und illegal zurück, die am Ende eher eine moralische Frage ist, vielleicht eine strafrechtliche Frage, aber keine, die mit der Verkehrssicherheit zu tun hat. Auch ich möchte betonen, es geht nicht darum, dass Leute bekifft durch die Gegend fahren sollen, irgendwie berauscht, irgendwie gefährdend am Straßenverkehr teilnehmen sollen. Aber es gibt für die Ungleichbehandlung eben auch kein vernünftiges Argument. Es gibt eine Erhöhung der Unfallgefahr durch Cannabis, aber die ist nicht größer als bei Alkohol. Das wird wahrscheinlich auch keiner der anwesenden Sachverständigen bestreiten, dass Alkohol eine größere Gefährdung für den Straßenverkehr ist als Cannabis. Ich nenne hier mit Absicht keine konkreten Zahlen, weil man kann natürlich Durchschnittsgefährdungsraten vergleichen oder maximale Höchstwerte der Erhöhung der Unfallwahrscheinlichkeit. Aber an allen Punkten kommen wir am Ende zu dem Punkt, dass Alkohol den größeren Schaden hervorruft oder das größere Risiko und insofern eine härtere Gangart gegenüber Cannabis da schwer nachzuvollziehen ist. Wo sind also diese Ungleichbehandlungen, von denen ich gesprochen habe? Da sind erstmal die Ungleichbehandlungen ohne Verkehrsbezug, die auch genannt worden sind. Tatsächlich, jemand wird in seiner Wohnung erwischt mit Cannabis, ein Strafverfahren wird begonnen, in vielen Fällen eingestellt, wenn es um eine kleine Menge geht, um erwachsene Ersttäter geht. Trotzdem wird immer in allen Fällen, in allen Bundesländern eine Meldung an die Verkehrsbehörde gemacht. Es ist nicht mehr so, dass nach der ersten Meldung sofort eine Überprüfung passiert oder ein Führerscheinentzug stattfindet. Das wird erstmal in den Akten gesammelt und gelagert sozusagen. Und erst bei mehrfachem Auffallen innerhalb einer gewissen Zeit kann dann tatsächlich die Führerscheinstelle tätig werden oder wird in der Regel auch tätig, je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich, weil sie dann den Verdacht auf regelmäßigen Konsum sieht, wenn jemand zufällig mehrfach erwischt worden ist. Also Menschen mit der falschen Frisur in Bayern haben da eine höhere Wahrscheinlichkeit, weil sie einfach öfter aufgegriffen werden als Cannabiskonsumenten, dann in dieses Verfahren reinzugeraten, auch wenn es nie einen Zusammenhang mit Straßenverkehr gegeben hat. Das Verrückte an der Sache ist also letztendlich die Meldung an die Polizei, an die Führerscheinbehörde an sich, nach so einem Strafverfahren. Das wäre genauso, als würde man Konsumenten, die aus dem Supermarkt kommen, mit einer Flasche Bier oder Wein an die Führerscheinstellen melden. Das steht übrigens nicht in den Bundesverordnungen und Rechtsvoraussetzungen, sondern das ist eine Interpretation der Bundesländer. Also die Bundesländer könnten das nach geltender Rechtslage tatsächlich auch sein lassen. Insofern sind manche dieser Probleme, die ich hier aufzeige, nicht unbedingt auf Bundesebene verortet. Zu dem Punkt Teilnahme am Straßenverkehr. Da geht es bei der Ungleichbehandlung vor allen Dingen um die Definition der Grenzwerte und der Frage, wann liegt denn eigentlich eine Drogenfahrt vor? Im Kern ist es so, dass wir bei Alkohol ja eine gewisse Berauschung akzeptieren. Mit knapp 0,5 Promille sind doch sehr viele Alkoholkonsumenten durchaus schon leicht angedirscht, sage ich jetzt mal so. Ja, mit einer gewissen Erhöhung der Unfallwahrscheinlichkeit leben wir auch bei allen möglichen anderen Umständen wie Müdigkeit und so weiter, eben auch bei Alkohol. Bei Cannabis ist es eigentlich eher umgekehrt. Da ist eine weit unter Null-Toleranz sozusagen mit dem 1-Nanogramm-Grenzwert angesetzt, der im internationalen Vergleich übrigens auch extrem repressiv ist. Also es gibt nur sehr wenige Länder, die so niedrigen Grenzwert haben. Fast alle, die überhaupt einen THC-Grenzwert haben, haben ein Vielfaches davon. Also unterm Strich heißt das, dass eben sehr viele nüchterne Cannabiskonsumenten, die Auto fahren, aber mit Restwerten von THC im Blut erwischt werden, eben eine Drogenfahrt unterstellt bekommen mit entsprechenden Konsequenzen, was bei Alkohol eben nicht der Fall ist. Hat natürlich auch mit dem unterschiedlichen Stoffwechsel zu tun, damit dass Alkohol linear abgebaut wird und relativ zuverlässig diese 0,1 Promille pro Stunde und dann ist halt weg, während Cannabis in Halbwertzeiten sich abbaut. Das muss man in dem Zusammenhang immer vor Augen haben, dass am Anfang die Kurve sehr schnell nach unten geht und damit eben auch die Rauschwirkung und hinten raus dann der Wert ganz lange im niedrigen Bereich verbleibt und auch sehr abhängig ist vom persönlichen Stoffwechsel. Es gibt Menschen, die unterschreiten diese 1 Nanogramm sehr schnell. Es gibt welche, die unterschreiten sie sehr langsam, aber alle sind im Prinzip auch oberhalb von 1 Nanogramm bis 5 Nanogramm, 10 Nanogramm nicht mehr beeinträchtigt. Dann, was sich das dann sich anschließt, das eine ist ja die Frage, wie wird ein Drogenfahrt definiert und wie wird die geahndet, ganz konkret.
Dann aber auch die Frage der verwaltungsrechtlichen Überprüfung der Fahrtauglichkeit ganz grundsätzlich. Die läuft ganz anders. Zunächst mal wird sie sofort bei Cannabiskonsumenten angestoßen. Der Führerschein wird zwar nicht mehr sofort entzogen nach der ersten Drogenfahrt, aber es wird immer eine MPU angeordnet. So gut wie immer jedenfalls. Und diese MPU zu bestehen, ist ziemlich schwierig. Das passiert bei Alkohol nicht. Bei Alkohol wird nach dem ersten Verstoß keine MPU angeordnet. Da haben wir eine gewisse Sanktionsspirale. Bei Cannabis geht sofort im Prinzip der Holzhammer fällt nieder auf die Leute. Bei der MPU selbst sehe ich auch eine Ungleichbehandlung, weil im Prinzip es nicht ausreicht, Problembewusstsein zu zeigen beim Trennen von Konsum und Teilnahme am Straßenverkehr. Es reicht nicht, wenn man sagt, ja, ich konsumiere gelegentlich, ist kein Problem, ich habe den Konsum im Griff. Hier habe ich allerdings tatsächlich mal zu nah an der Fahrt konsumiert. Ich sehe das ein, ist ein Problem, ich ändere das, ich werde nie wieder berauscht fahren. Das reicht nicht. Man muss ein Problembewusstsein gegenüber dem Cannabiskonsum an sich zeigen und sagen, was für eine schwierige Phase das war oder so im Leben, ja, und dass man sich bessert und so weiter. Also hochmoralisch aufgeladene Frage in der medizinisch-psychologischen Untersuchung, die so bei Alkohol sicherlich nicht stattfindet und vermutlich auch ein bisschen an der persönlichen Einstellung des Gutachters jeweils unterschiedlich gehandhabt wird, so wie wir das von vielen Menschen da draußen hören. Sanktionsspirale habe ich angesprochen. Die dient der Verkehrserziehung normalerweise. Bei Alkoholkonsumenten habe ich eine Spirale von Sanktionen, die immer härter wird, bis hin zum endgültigen Entzug, dauerhaften Entzug der Fahrerlaubnis. Ich habe halt beim ersten Verstoß eben das Bußgeld oder die Geldstrafe und den temporären Entzug der Fahrerlaubnis 3 Monate, dann kriege ich den halt wieder und dann passiert erstmal nichts mehr und dann bis zum nächsten Verstoß. Bei Cannabis geht es sofort halt nach der ersten Sanktionsspirale los. Es ist fast unmöglich, die MPU, die sofort angeordnet wird, zu bestehen, ohne teure Vorbereitung jedenfalls, ohne dass man genau weiß, was man denen da erzählen muss, um durchzukommen. Wenn man einfach nur ehrlich ist, verlieren die meisten. Das heißt, die Sanktionsspirale greift nicht wirklich bei Cannabis im Sinne einer Verkehrserziehung, sondern da werden die Leute sofort ausgeknipst sozusagen. Das zum Thema, wo liegt die Ungleichbehandlung? Sie ist vielschichtig, sie ist real. Die Frage, wie häufig werden MPUs angeordnet, war auch mit dabei. Tatsächlich sagt ja eine Stellungnahme, das ist nicht per Gesetz so, dass die sofort passieren muss. Es ist durchaus möglich per Gesetz, dass man da nach dem zweiten oder nach mehrfachen Verstößen erst eine MPU beantragt, wie bei Alkohol. In der Praxis ist das aber nicht so. Die Bundesländer haben da einen Ermessensspielraum oder die Führerscheinbehörden. Und in aller Regel, sehr regelmäßig und überall ist das so, dass dieser erste Verstoß schon als fehlendes Trennungsvermögen, als Hinweis auf fehlendes Trennungsvermögen hergenommen wird, um daraufhin dann eine MPU zu beantragen. Ich habe extra wegen der Frage gestern noch mal mit einem befreundeten MPU-Berater gesprochen, der seit dem Urteil in Bayern das gesagt hat, nicht kein sofortiger Führerscheinentzug, erstmal MPU. 400 Menschen beraten hat in dem Zusammenhang, Cannabiskonsumenten, die irgendwo über 1 Nanogramm erwischt worden sind. Und bei einem von den 400 war es der Fall, dass nicht sofort eine MPU angeordnet wurde. Es ist also fast 100-prozentige Sicherheit, dass man nach einem ersten Cannabisverstoß sofort eine teure MPU machen muss und sich teuer beraten lassen muss, um die überhaupt bestehen zu können. Die Frage, wie das tatsächlich abläuft, ist die MPU-Beratung nur ein Part. Ich möchte noch mal kurz schildern, wie denn so eine Verkehrskontrolle bei Cannabiskonsumenten abläuft. Die haben ja nicht, wie bei Alkohol, dass man da einen belastbaren Alkohol-Atem-Pustetest hat, der vom Eingriff her relativ überschaubar ist. Man pustet da und hat ein belastbares Ergebnis, sondern in der Regel werden Urinkontrollen gemacht, was halt eine extrem erniedrigende Prozedur ist für die Betroffenen. Die haben natürlich oft keine Toilette in der Nähe, die müssen sich dann in irgendeinen Busch verziehen oder so, ja, und da in einen Becher pinkeln. Oft ist die Polizei steht noch daneben und guckt, ob da irgendwie gefaked wird oder so. Also tatsächlich ein Massenverfahren an Polizei guckt Leuten beim Pinkeln zu. Allein das ist schon eine Sache, die sehr fragwürdig ist, zumal diese Schnelltests ja eben nicht rechtssicher sind und häufig falsche Ergebnisse mit sich bringen, deswegen sind sie ja nicht rechtssicher. Und dann beim positiven Ergebnis werden die Leute zur Blutprobe gebracht und erst danach
begutachtet ein Arzt, ob die Leute Ausfallerscheinungen haben. Das finde ich auch von der Reihenfolge her wirklich perfide, weil die allermeisten Leute nach unserer Erfahrung dann eben bescheinigt bekommen, sie haben keine Ausfallerscheinungen. Die sind irgendwo zwischen 1 und 5 Nanogramm unterwegs, Restwerte vom Vorabend sind nüchtern und der Arzt bescheinigt ihnen keine Ausfallerscheinungen. Aber die Blutprobe wird vorher gemacht. Die Nadel wird den Leuten vorher in den Arm gestochen. Und danach sagt der Arzt, ja, die hat keine Ausfallerscheinungen. Und dann kommen die mit Werten mit 1,5 irgendwo Nanogramm bei der Führerscheinstelle an und müssen MPU machen, verlieren Führerschein. Dann kam die Frage, wie ist das mit den Problemen bei Cannabis als Medizin? Auch da ist es eigentlich von den Buchstaben des Gesetzes her so, dass das eigentlich geregelt ist. Cannabis ist eine ganz normale Medizin, wie andere Medizin auch, wie auch psychoaktive Medizin. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten von Opiaten und Beruhigungsmitteln und so weiter, die im Grunde geeignet sind, die Fahrtauglichkeit zu beeinträchtigen, die aber bei einer gewissen Toleranzentwicklung, bei einer regelmäßigen Einnahme dazu führen, dass diese Beeinträchtigung nicht mehr vorhanden ist. Das ist auch bei Cannabis so. Da gibt es auch Tests, da werden Probanden getestet, die eben stabil eingestellt sind auf Cannabis. Die haben keine Beeinträchtigung mehr und die dürfen auch mit einem erhöhten THC-Level fahren. Auch das nochmal als Hinweis für die Frage, wie gefährlich ist Cannabis im Straßenverkehr im Vergleich zu Alkohol. In der Praxis sieht es aber anders aus. Die Leute können nicht weiterfahren, wenn sie im Prinzip einfach nur vom Arzt das Schreiben vorzeigen, ich bin offizieller Patient und am besten noch einen Ausweis dabei haben, ich bin seit so und so lange eingestellt, mein Arzt bescheinigt mir, ich bin fahrtüchtig. Die Polizei reagiert völlig anders durch diese unterschiedliche, die haben noch diese Schranke im Kopf, legal, illegal, Cannabis ist irgendwie schlecht und böse und gehen da voll rein in die Geschichte. Während wenn ein älterer Schmerzpatient sagt, ja, ich nehme Opiat zu mir, ist aber eingestellt und so weiter, dann sind die Meldungen an die Führerscheinstellen sicherlich sehr viel seltener und überhaupt die bohrenden Nachfragen sehr viel seltener. Bei Cannabiskonsumenten hat die Polizei da oft noch die alte Schere im Kopf, macht die Meldungen an die Führerscheinstelle und so weiter. Das ist äußerst problematisch. Nicht nur im Straßenverkehr übrigens, auch wenn Leute zu Fuß erwischt werden, auch in strafrechtlichen Fragen und so weiter. Also die werden einfach nach wie vor weiter behandelt wie Kriminelle und das zieht sich auch in vielen Fällen mit rein ins Führerscheinrecht. Welche Experten sollten für die Bestimmung von THC-Grenzwerten herangezogen werden? Da sollte man sicherlich viele verschiedene Expertisen zusammentragen. Einerseits, wie sieht es in der Praxis aus? Unfallforscher, Toxikologen, eben eine möglichst große Bandbreite aufmachen an dem Punkt. Und wenn ich mir hier anschaue, wo die Stellungnahmen herkommen, haben wir einen sehr großen Schwerpunkt bei Untersuchungsstellen, die MPU-Beratungen und MPU-Prüfungen durchführen. Also gestern waren drei von sechs Stellungnahmen auf der Seite des Bundestags von TÜV Nord, TÜV Süd und DEKRA, die Millionen Umsätze mit MPUs machen, die eben, wie gesagt, bei jedem Cannabiskonsumenten automatisch sofort angeordnet werden. Die verdienen richtig viel Geld damit. Womit ich nicht deren Expertise in Frage stellen will, ich würde auch die tatsächlich zu Rate ziehen. Das sind eben Leute, die sich auskennen vom Fach, aber man sollte das im Kopf haben und man sollte nicht 50% der kompletten Expertise sozusagen für die Erfindung eines Grenzwerts darauf stützen. Sollte einem bewusst sein, diese Leute haben ein finanzielles Interesse an MPUs. Ich glaube, damit habe ich alle Fragen beantwortet. Danke. Ich will zumindest mal darauf hinweisen, weil jetzt mehrmals gesagt wurde, der Führerschein ist ja nicht sofort weg, sondern man macht ja ein Vereignungsgutachten. Das klingt natürlich total easy, ja, wenn man das so hört. Es kostet nur halt einige tausend Euro den Betroffenen. Das ist ja das zentrale Problem, dass der Betroffene eben 3.000, 4.000 Euro hinblättern muss, um dann sozusagen sicher zu sein, dass er seinen Führerschein behält. Das ist sozusagen das ganz zentrale Problem. Wir haben übrigens bei Alkohol 10 Millionen Menschen in Deutschland, die ein riskantes Trinkverhalten haben. Wenn wir da anfangen würden, Vereignungsgutachten bei jedem zu machen, dann wäre das erstmal ein großes Geschäft für die Vereignungsgutachter. Ich glaube, da würde auch bei vielen rauskommen, die dürfen den Führerschein gar nicht mehr behalten. Ich sage nur, wie sozusagen, wenn man den gleichen Gedanken auf Alkohol anwenden würde, wohin das führen würde. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass versucht wird bei Cannabis das, wo man bei geringer Menge nicht mehr die Möglichkeit, also die Leute nicht mehr bestrafen soll. Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1994, geringe Menge soll im Regelfall zur Einstellung des Strafverfahrens führen, dann über den Umweg
des Verkehrsrechts, also Fahreignungsgutachten, Führerscheinentzug, sozusagen man bestraft wird am Ende. Mich würde interessieren, Herr Burth, Frau Knoche hatte ja angesprochen, dass in den Niederlanden ein Grenzwert von 5 Nanogramm gilt. Könnten Sie noch ein bisschen was zum internationalen Vergleich sagen? Also wie schaut es international insgesamt aus? Und die andere Frage an Sie, was bedeuten die aktuellen Regelungen, bei denen Cannabiskonsumenten trotz Beachtung des Trennungsgebotes ihren Führerschein verlieren können, für die Verkehrssicherheit? Und was könnten die von uns vorgeschlagenen Änderungen im Hinblick darauf bewirken? Dankeschön. Meine erste Frage war die nach dem internationalen Vergleich der Grenzwerte. Ich habe einige Beispiele rausgenommen in meiner Stellungnahme. Da habe ich mich noch bezogen auf unsere eigene Broschüre von 2018, die Sie im hinteren Teil meiner Stellungnahme noch mal extra finden. Da finden Sie noch mal alle Werte, die wir da zusammengetragen haben. Da habe ich noch geschrieben, wir haben kein einziges Land gefunden, das einen THC-Grenzwert von 1 Nanogramm hat wie Deutschland oder darunter, sondern die haben alle höhere Grenzwerte. Gestern habe ich noch mal eine Untersuchung aus der Schweiz gesehen. Es gibt doch Länder scheinbar, die noch härteren Grenzwert haben. Schweden und Slowenien war da genannt. Also wir sind doch nicht die allerhärteste Nation. Aber da waren 3 Länder genannt, die so hart waren wie Deutschland oder härter und 21 andere, die teilweise deutlich höhere Grenzwerte haben. Meine Beispiele hier sind zum Beispiel Dänemark und Griechenland, die 2 Nanogramm haben, Portugal, Niederlande, Polen, Nevada in den USA bei 6 Nanogramm, Colorado, einige andere US-Staaten 10 Nanogramm. Und die sind alle auf deutsche Werte umgerechnet. Also die haben die fast alle messen im Blut, nicht im Blutserum wie Deutschland. Deswegen auch unser Vorschlag, auch in Deutschland umzustellen auf Vollblut, damit das Ganze besser vergleichbar ist. Der Umrechnungsfaktor ist halt nicht so ganz genau beim Vergleichen. Aber die liegen halt demnach alle deutlich über Deutschland. Und es gibt sehr wenige, die unser Repressionsniveau an der Stelle haben. Interessant finde ich noch 2 weitere Länder, nämlich einmal Norwegen. Die haben sogar eine dreigeteilte Grenze, so ähnlich wie wir das bei Alkohol auch kennen, mit bis hin zur absoluten Fahruntüchtigkeit sozusagen bei 18 Nanogramm in Norwegen. Und das Beispiel Kanada. Da haben wir auch 2 Grenzwerte. Genau wie von den Linken vorgeschlagen, das entspricht auch unserer Position mit Vorschlag Linke 3 und 10 Nanogramm. Kanada hat 4 und 10 Nanogramm, also etwas weniger restriktiv als der linken Vorschlag. Und eben war die Rede davon, dass in Kanada die Unfälle gestiegen seien. Das kann ich nicht bestätigen. Ich möchte da bitten, bei diesen Fragen tatsächlich die offiziellen Regierungsangaben sich anzuschauen. Es gibt immer Vereine, die die Daten so zurechtlegen, dass sie irgendwie nach Drama klingen, sage ich mal. Ja, speziell in Colorado fällt es auf. Da gibt es einen Verein, der eine hohe Reichweite hat, der prohibitionsfördernd ist. Die wollen auch Alkohol verbieten und sagen dann halt, die Unfallwahrscheinlichkeit ist wahnsinnig angestiegen. Wenn man sich aber anschaut, was der Staat Colorado dazu sagt, auch zur Konsumverbreitung und so weiter, sieht die Sache ganz anders aus. Und auch bei Kanada, das Beispiel, was eben genannt wurde, war nicht die offizielle Regierungsangabe von Kanada. Bitte ich, da reinzuschauen und sich da die Unfallwahrscheinlichkeiten anzugucken. Unterm Strich jedenfalls, sehr viele Länder weltweit haben nicht unsere Einschätzung geteilt, dass ab 1 Nanogramm die Unfallwahrscheinlichkeit steigt, dass das eine Gefahr ist, wenn man halt darüber den Wert ansetzt. Und insofern ist halt auch, ich habe den Eindruck, hier ein bisschen Panikmache unterwegs bei manchen Sachverständigen, die sagen, jede Aufweichung sozusagen, jeder Grenzwert über 1 Nanogramm ist sofort eine Gefährdung für die deutsche Bevölkerung. Und ja, das lässt sich halt im internationalen Vergleich überhaupt nicht nachvollziehen. Dann zum Thema Verkehrssicherheit. Wie wirkt sich die aktuelle Situation eigentlich auf die Verkehrssicherheit aus? Und darauf fußt ja das Ganze offiziell. Nicht, wurde ja oft gesagt, jetzt hier ist auch keine moralische Frage oder so. Verkehrssicherheit hat damit nichts zu tun. Wenn man sagen will, der Konsum von Cannabis ist irgendwie unmoralisch oder irgendwie ein Verbrechen, ja, dann gehört das Strafrecht da eingesetzt oder man muss es da verhandeln, aber nicht im Verkehrs- und Führerscheinrecht, weil da geht es nur um die Frage Verkehrssicherheit. Was haben wir also jetzt für eine Situation? Es ist ja hier vielfach geschildert worden, dass dieser 1-Nanogramm-Grenzwert von vielen Konsumenten
erstens dann überschritten wird, wenn sie nüchtern sind und zweitens lange nach dem letzten Konsum. Dann ist gesagt worden, dass es doch nur bei regelmäßigen Konsumenten der Fall ist, dass sie so lange die 1 Nanogramm überschreiten. Auch das kann ich nicht bestätigen. Das ist wirklich sowohl beim Abbauwert THC-COH als auch beim THC-Wert extrem unterschiedlich nach dem persönlichen Stoffwechsel. Gerade in den unteren Bereichen unter 5 Nanogramm, diese Restwerte, die lungern halt noch ziemlich lange im Blut der Leute teilweise rum. Und viele überschreiten eben diesen 1 Nanogramm Grenzwert, wenn sie nüchtern sind. Und das fördert nicht das Trennungsvermögen. Eben ist genau das gesagt worden, wenn wir den Grenzwert anheben, zum Beispiel auf 3 Nanogramm, dann fangen die Konsumenten an zu rechnen. Wann habe ich denn konsumiert und wann darf ich dann wieder fahren? Und das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen doch Trennungsvermögen. Wir wollen doch, dass die Leute einen Abstand halten zwischen Konsum und Teilnahme am Straßenverkehr. Und das lohnt sich für die Leute nur, wenn wir eben einen realistischeren Grenzwert haben, den sie auch unter realistischen Bedingungen unterschreiten können. Wenn sie davon ausgehen können, wenn ich am nächsten Tag nach dem Konsum mich wieder ins Auto setzt, bin vollkommen nüchtern und bin dann tatsächlich auch nicht gefährdet, meinen Führerschein zu verlieren oder eine NPU machen zu müssen, dann lohnt sich das für die Leute, diese Abstände einzuhalten. Wenn sie sowieso damit rechnen müssen, bei einer seltenen Verkehrskontrolle den Führerschein zu verlieren, ja, dann können sie auch direkt vor der Fahrt noch einen rauchen. Ja, dann macht das überhaupt keinen Unterschied letztendlich. Deswegen ist die aktuelle Situation eher eine Gefahr für die Verkehrssicherheit und keine Verbesserung. Vielen Dank. Wir sind damit am Ende unserer Anhörung, die, glaube ich, das kann ich im Namen aller sagen, sehr spannend war. Dazu haben Sie, liebe Sachverständige, wesentlich beigetragen. Vielen Dank dafür. Und ich darf mich verabschieden. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Und wir werden uns bei dem Thema sicherlich noch auf die ein oder andere Art und Weise begegnen. Danke sehr. Tschüss.